freue mich, dass es nicht darauf ankommt, woher jemand kommt, wie er aussieht oder was er glaubt. Hier kann man erleben, dass alle Menschen ihre Potenziale einbringen können. Und es ist schön zu sehen, mit welchem Selbstbewusstsein, mit welchem Zutrauen sie ihre Zukunft gestalten. Wir brauchen solche motivierten, engagierten Menschen, damit unser Land auch weiterhin eines ist, in dem wir gerne leben wollen. Was die Jugendlichen und jungen Erwachsenen hier durchlaufen haben, ist was ganz Besonderes. Das zeugt von dem Erfolg der Arbeit. Und ich würde mir wünschen, dass sowas nicht nur in Berlin, sondern in der gesamten Republik viel mehr Alltag wird. In der Start-Community ist es immer so, dass man sehr liebevoll miteinander umgeht und dass man immer füreinander da ist und ein offenes Ohr hat. Jeden, den ich hier ansprechen würde, der hat irgendwas gemeinsam mit mir. Wir alle engagieren uns ehrenamtlich, wir alle wollen irgendwas Positives bewirken, wir alle haben in irgendeiner Weise einen Migrationshintergrund. Es ist halt so ein familiäres Gefühl, dass man sich einfach wohlfühlt, egal in welcher Gruppe man da gerade steht. So toll, dass wir hier zusammengekommen sind. Mir geht immer das Herz auf, wenn ich junge Menschen sehe, die was aus ihrem Leben machen. Es ist möglich, auch eine Karriere zu machen, auch wenn es nicht immer leicht ist. Nicht in die Defensive gehen, sondern mit anpacken, diese Gesellschaft mitgestalten. Und was es für Unterschiede machen kann, wenn man einfach dazu steht, was man denkt und es auch mit nach außen trägt, mit Stolz und sich nicht versteckt hinter irgendwas. Und das fand ich sehr beeindruckend und ich finde, das sollte auch als Inspiration für sehr viele andere Menschen dienen. Und danke. Wir sind ja heute hier bei der Graduation Feier der Start-Stiftung in Berlin in der Alten Turnhalle. Und ich muss sagen, wenn man in diesen Raum reinkommt, dann ist es wie so oft bei Start-Veranstaltungen Gänsehaut pur. Ich würde den neuen Start-Stipendiaten empfehlen, so viele Freundschaften wie möglich zu schließen, so viele Kontakte aufzubauen, wie nur geht in der Zeit. Dieses Netzwerk, das kann sie über die nächsten Jahre oder unter Umständen durch ihr ganzes Leben tragen. Und es ist nicht nur für sie, für die jungen Leute persönlich, sondern es wird gesellschaftlich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil mal sein. Das sind junge Menschen, die irgendwo in ihrem Leben, entweder in Deutschland oder anderswo, auch die Zukunft mitgestalten werden. Engagieren Sie sich, seien Sie nicht zurückhaltend, das, was vor Ihnen liegt, anzugehen und ganz mit offenen Augen die Welt verändern. Die haben gerade was geschafft, die sind gerade kurz davor und die sind so motiviert, jetzt ins Leben zu gehen mit dem, was die haben. Und das erinnert mich einfach an mich selber und dann freue ich mich für die einfach, dass die so positiv sind.